Berlin, bitte sehr, Herr Regierender Bürgermeister Wegner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Debatte hat bisher ja eines ganz deutlich gezeigt. Das Agieren der früheren RBB-Spitze hat Vertrauen zerstört. Und wir stehen deshalb gemeinsam, und ich betone gemeinsam, vor der Frage, wie kann neues Vertrauen in den RBB, neues Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entstehen. Eines vorweg, was wir hier gerade von der rechten Seite des Hauses gehört haben, zeigt einmal mehr, Ihnen geht es nicht um neues Vertrauen. Ihnen geht es schlicht um die Zerstörung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber da machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Und wenn Sie schon den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerstören wollen, dann seien Sie doch wenigstens ehrlich. Ihre Parolen lauten doch Desinformation statt Information, Destabilisierung statt Zusammenhalt, Russia Today statt RBB, meine Damen und Herren. Und das passt nicht zu Berlin. Und im Übrigen auch deshalb dürfen Sie niemals Verantwortung für unser Gemeinwesen bekommen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich aber heute, wie die meisten Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, mit dem ernsthaften Anliegen beschäftigen, nämlich neues Vertrauen für den RBB zu stiften. Die vorliegende Novelle des RBB-Staatsvertrages ist wahrlich kein Selbstzweck. Sie ist eine Konsequenz aus zweifelsohne fehlerhaftem Verhalten, aus skandalösen Vorgängen, aus nicht für möglich gehaltenen Missmanagement. Und ich wünsche mir, dass jede und jeder, auch beim RBB, diesen Staatsvertrag als wirkliche Chance begreift. Und diese Chance, liebe Kolleginnen und Kollegen, besteht in einem echten Neustart. Die frühere Führungsetage des RBB hat Vertrauen zerstört. Und ein ganzes Medienhaus mitsamt tausender engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine tiefe Krise gestürzt. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sage ich heute auch von dieser Stelle. Wir machen das auch für Sie, meine Damen und Herren. Es gibt Krisen, da kann man auf Selbstheilungskräfte setzen. Hier ist das anders. Hier sind wir gefragt. Hier haben wir als Landesregierung und als Parlament gleichermaßen eine Verantwortung. Hier können wir uns nicht wegducken. Hier müssen wir handeln. Und wir haben gehandelt, meine Damen und Herren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich auch für die Vorarbeiten derer bedanken, die vor dem Regierungswechsel mit dieser Novelle des Staatsvertrages betraut waren. Danken möchte ich natürlich dem Chef der Senatskanzlei, dem zuständigen Staatssekretär Florian Graf. Aber ich möchte ausdrücklich auch den medienpolitischen Sprecherinnen und Sprechern hier im Abgeordnetenhaus danken, die sich gewohnt kollegial mit kritischen Hinweisen, konstruktiven Anmerkungen und hohem Engagement in die Debatte eingebracht haben. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und lieber Werner Graf, gab ja den Vorwurf, es gab keine Beteiligungsprozesse. Frau Helm hat das auch noch mal betont. Also am 28. August begann der Start des Anhörungsverfahrens. Mit dem 28. August wurden die Fachausschüsse informiert und der Entwurf wurde zur Verfügung gestellt.
Am 4. Oktober tagte der Medienausschuss. Ich glaube, das ist kein Hinterzimmer, lieber Werner Graf. Am 4. Oktober tagte der Medienausschuss. Und es gab viele Anregungen aus dem Haus, auch aus der Opposition. Es gab Anregungen aus dem RBB direkt. Und in der vorliegenden Fassung sind ganz viele Anregungen mit aufgenommen. Und deswegen danke ich für die kollegiale und gute Zusammenarbeit allen medienpolitischen Sprechern. Meine Damen und Herren, diese Novelle und ihre Entstehungsgeschichte macht klar, dass es Kontinuitäten und gemeinsame Interessen über Parteigrenzen hinweg gibt. Und dieses gemeinsame Interesse lautet, ein vertrauenswürdiger RBB, ein transparenter RBB, ein starker RBB. Das war die Zielmarke. Und gemeinsam mit Brandenburg haben wir uns vor allem zwei Dinge auf die Fahne geschrieben. Transparenz und Kontrolle. Und auch hier wieder, nicht aus Selbstzweck, sondern weil wir der festen Überzeugung sind, der Weg zu neuem Vertrauen führt nur über mehr Transparenz und mehr Kontrolle. Dieser Weg war und ist kein Selbstläufer. Und dieser Weg wird für den RBB auch noch steinig. Aber dieser Weg ist unausweichlich. Die ersten drei Schritte auf diesem Weg gehen wir mit dieser Novelle. Erster Schritt, wir ziehen Konsequenzen aus der Krise beim RBB. Zweiter Schritt, wir richten den RBB zukunftsfest aus. Dritter Schritt, wir ermöglichen mehr Regionalität beim RBB. Diese ersten Schritte gehen die Landesregierung und die Landesparlamente mit dieser Novelle. Den weiteren Weg muss der RBB selbst gehen. Auf diesem Weg werden wir ihn bei aller Staatsferne begleiten. Und lieber Werner Graf, es kam auch der Vorwurf, wenn ich das so richtig rausgehört habe, es gäbe einen Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Und in diesem Zusammenhang darf ich mit Erlaubnis der Präsidentin einmal zitieren. Ich kann den Vorwurf, das sei ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit, nicht nachvollziehen. Das sagte Petra Buttke. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag. Ich finde, Petra Buttke hat recht, lieber Werner Graf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist vielleicht der Unterschied, das mag schwerfallen. Hier in Berlin regieren die Grünen nicht mehr, in Brandenburg ja. Aber trotzdem wünsche ich mir ehrlicherweise, dass Sie sich einen hauptstädtischen Ruck geben. Bilden Sie mit den Grünen in Berlin und Brandenburg eine gemeinsame Balance, gerade beim RBB-Staatsvertrag, lieber Werner Graf. Ja, aber ich glaube, da unterstützen Sie mich doch in meiner Auffassung, oder? Also alles andere würde mich ja überraschen. Meine Damen und Herren, schauen wir doch gemeinsam auf die wesentlichen Punkte dieser Novelle, mit denen wir den Weg hin zu neuem Vertrauen bestreiten wollen. Wir stärken zunächst die Kontrolle der Aufsichtsgremien und professionalisieren die Arbeit von Rundfunk und Verwaltungsrat. Mitglieder des Verwaltungsrats müssen Mindestkenntnisse und Fähigkeiten vorweisen, um ihre Kontrollfunktion auch wirklich wahrnehmen zu können. Fehlende Kompetenz und damit fehlende Kontrolle, das wird es in Zukunft nicht mehr geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wichtig war uns neben der internen auch die externe Kontrolle. Die Landesrechnungshöfe werden mit der Prüfung der wirtschaftlichen Gesamtsituation des RBBs betraut bleiben. Ich betone, bleiben intensiv und häufig. Und in diesem Zusammenhang möchte ich den Landesrechnungshöfen für ihre Arbeit in den vergangenen Monaten dankend. Stellvertretend nenne ich die Präsidentin Frau Karin Klingen. Die Landesrechnungshöfe haben diese Novelle ja nicht nur einfach begleitet. Sie haben sich intensiv eingebracht mit eigenen Vorschlägen, großer Expertise
und beeindruckender Leidenschaft. Ohne die Landesrechnungshöfe wäre diese Novelle so nicht denkbar gewesen. Und dafür mein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit ebenfalls völlig klar. Auch die Intendantin und die Direktorin werden stärker in die Pflicht genommen. So schreiben wir erstmals auch konkrete Haftungsregelungen fest und sind damit Vorreiter aller Landesfunkanstalten in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir haben wichtige Dinge festgeschrieben, die vor allem die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler schon seit langem hätten erwarten können, ja, ich sage auch erwarten müssen. Und dann nenne ich zunächst einmal die Deckelung der Vergütung der Intendantin, die jetzt auf die Höhe eines Senatoren- oder Ministergehalts auf Landesebene begrenzt wird. Außerdem müssen nun die Gehälter der außertariflich Beschäftigten in Führungspositionen in ihrem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen einer beitragsfinanzierten ARD-Anstalt und zur Lage des RBB im Speziellen stehen. Die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sollen wissen, die Zeit der Selbstbedienungsmentalität auf ihre Kosten ist endgültig vorbei, meine Damen und Herren. Ebenso ist Schluss mit dubiosen Grauzonen in der Unternehmenskultur des RBB. Der RBB ist angehalten, einen verbindlichen Verhaltenskodex gegen Korruption und ein wirksames Compliance-Management-System zu erlassen. Was wir hier in der Vergangenheit erleben mussten, hat mit transparenter und moderner Unternehmenskultur nichts zu tun. Und auch damit ist jetzt endlich Schluss. Herr Regener, Bürgermeister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kappig? Gerne. Super. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. So sehr ich Ihre Einschätzung teile, dass die Deckelung der Gehälter ein überfälliger und wichtiger Schritt ist, möchte ich Sie dann dennoch fragen, aus welchem Topf denn dann die Finanzierung der beiden neuen Spitzenpositionen der sogenannten Landesbeauftragten finanziert werden soll? Oder umgekehrt könnte man dann fragen, schön, dass bei den Gehältern gekürzt wird, aber welches Programm muss gekürzt werden, um diese beiden neuen Stellen, die als politischer Kompromiss ja jetzt ausverhandelt wurden, gegenfinanziert werden können? Frau Kappig, also ist doch klar, dass der RBB sich aus den Beitragszahlerbeiträgen auch finanzieren muss. Aber für mich war völlig klar, für uns war völlig klar, und für uns, da meine ich die Landesregierung, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, dass wir hier zu Führungsstrukturen kommen müssen, die transparenter sind und die klar sind, dass hier nicht nach Belieben neue Führungspositionen geschaffen werden können. Und wir geben der Intendantin zwei Direktorinnen an die Hand. Und wir wollen auch das ganze Verfahren, dass hier eine Person alles immer alleine entscheiden kann, wie es in der Vergangenheit war. Auch damit haben wir mit dieser neuen Führungsstruktur Schluss gemacht. Und das entspricht auch modernen Führungskulturen von Unternehmen. Und das wollen wir auch im RBB sicherstellen. Und genau das tun wir mit diesem RBB-Staatsvertrag, meine Damen und Herren. Es wurde jetzt schon einiges auch gesagt, was ich jetzt gar nicht wiederholen möchte. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die sogenannten festen freien Mitarbeiter beim RBB jetzt gleichberechtigt im Personalrat des Senders vertreten zu wissen, dass die Zweiklassengesellschaft beim RBB endlich ausgedient hat. Das war eine Forderung, die schon seit vielen Jahren hier auch wohlwollend im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert wurde, dass wir das hinbekommen haben. Das ist eine gute Entscheidung und eine gute Sache für die sogenannten festen und freien Mitarbeiter. Für ein neues Vertrauen ist ganz sicherlich auch
die regionale Verwurzelung des RBB ganz entscheidend. Die regionale Verwurzelung, das ist die DNA und die Daseinsberechtigung einer Landesrundfunkanstalt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte für diese Novelle werben. Und das, meine Damen und Herren, aus tiefster Überzeugung. Lassen Sie uns gemeinsam, und ich betone nochmals gemeinsam, neues Vertrauen stiften. Lassen Sie uns gemeinsam den RBB in eine gute Zukunft begleiten. Lassen Sie uns gemeinsam den Gebührenzahlerinnen und Zahlern das geben, was sie von ihren Gebühren erwarten können. Einen gut aufgestellten, einen gut kontrollierten, einen gut geführten, einen unabhängigen, einen starken RBB, meine Damen und Herren. Allen, die sich in den vergangenen Monaten und Jahren genau dafür eingesetzt haben, ein herzliches Dankeschön im Namen des gesamten Berliner Senats. Geben wir dem RBB, was er am meisten braucht: Vertrauen und eine gute Zukunft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.